Mein Dank zunächst an dich, Andi, für die Organisation, für deine Einleitung hier und auch natürlich an euch, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Das ist so, ich bin eingeladen worden auf der Grundlage meines Buchs hier, was ich geschrieben habe über emanzipationstheoretisches Denken. Vielleicht sollte ich etwas weiter anknüpfen und das, was du gesagt hast, ausholen. Also eine größere Arbeit habe ich bereits veröffentlicht 2009, wo es darum ging, die internationale Rezeptionsgeschichte der marxischen Kritik der politischen Ökonomie nachzuzeichnen. Natürlich nicht mit Vollständigkeitsanspruch, sondern schwerpunktmäßig, insbesondere in Bezug auf werttheoretische, gegenstandstheoretische und methodologische Debatten. Also das waren so meine Schwerpunkte bei diesem Buch Marx Global. Was ich damals ausgelassen habe, war diese ganze Diskussion über Emanzipationstheorie und über soziale und individuelle Befreiung nach Marx. Also gemäß Marx, aber nach Marx auch in dem Doppelsinn, was also rezeptionshistorisch auf Marx folgt. Und das war eine Lücke, die ich eben mit diesem neuen Buch Befreiung heute 2016 habe schließen wollen. Das ist ein Buch, in dem es also großenteils über diese Frage geht, wie es einerseits der marxische Emanzipationsbegriff zu deuten und wie verändert sich der dann rezeptionshistorisch, wie wird er verstanden, wie wird er gelesen, neu interpretiert, in die Diskussion eingeführt von den auf Marx folgenden Theoretikergenerationen. Das ist natürlich nicht rein Emanzipationstheorie, das geht auch nicht. Das hängt natürlich zusammen immer auch zum Beispiel mit Bezügen auf ökonomische Krisentheorie. Also das spielt ja auch immer wieder eine Rolle, dass ich diesen Brückenschlag versucht habe an verschiedenen Punkten. Zum Beispiel in den 1930er Jahren, zur Zeit der Weltwirtschaftskrise und der großen Depression, ist es ganz evident, wie eng verknüpft da die emanzipationstheoretische Diskussion, die politische Diskussion mit der krisentheoretischen Diskussion war. Quer über die verschiedenen marxistischen Positionen hinweg, von Austromarxisten über Rätekommunisten und so weiter. Also auf der Grundlage dieses Buchs und der Thesen, die ich in diesem Buch entfaltet habe, sozusagen versuchend einen Stammbaum, einen rezeptionshistorischen Stammbaum des von Marx ausgehenden Emanzipationsdenkens zu entwerfen, auf dieser Grundlage bin ich hier eingeladen worden. Eine kleine Nebenbemerkung noch, die einem aktuellen Anlass geschuldet ist und denke ich auch, die es berechtigt ist, insbesondere in Trier, das anzusprechen. Ich habe hier weitgehend die chinesische Rezeption, insbesondere die neuere chinesische Rezeption, nach 1978, also nach dem Tod von Mao Zedong und nach dem Aufrücken von Deng Xiaoping in die Führungsspitze der Kommunistischen Partei Chinas, ausgelassen und habe das dann nachgetragen. Hier die Helle Panke, das ist die Berliner Rosa-Luxemburg-Stiftung, die gibt so kleine Hefte raus, das ist also ein gedruckter Vortrag von mir, wo ich sozusagen dieses Buch noch einmal ergänzt habe um diesen Aspekt, wie wird im heutigen China Marx rezipiert, welche Strömungen gibt es da. Und das bei Interesse könnt ihr das bestellen über diese Helle Panke. Ne? Gebt einfach im Internet Helle Panke ein, dann findet ihr das. Anders ist natürlich dieses Geschenk, das von der Volksrepublik China an die Stadt Trier gegangen ist. In Gestalt der Marx-Statue, wo man sich natürlich denkt, hätte man nicht die entsprechenden Ressourcen lieber in den Druck von Marx-Werken investieren sollen, anstatt da in so eine Statue, wo Marx und Engels ganz klar sich in Bezug auf die eigenen Personen immer ganz klar gegen jeglichen Personenkult positioniert haben. Das sollte man vor Augen halten.
Okay, also das wollte ich ergänzen. Hier, da gibt es noch einen Nachtrag zur chinesischen Marx-Rezeption von mir. Und Andi hat es schon angesprochen. Wir haben uns verständigt darauf, dass wir diesen Vortrag in drei Teile gliedern. Dass ich erstmal zu skizzieren versuche, was sind sozusagen die Hauptpunkte des genuinen Marxischen Emanzipationsverständnisses. Und dass wir dann einen Sprung machen. Ich werde natürlich ganz kurz auch noch auf die Entstehungsbedingungen des Marxismus eingehen, wenn man darauf beharrt, was meiner Ansicht nach wichtig und sinnvoll ist, das marxische Denken, das originär marxische Denken vom Marxismus zu unterscheiden. Und wir werden dann in einem zweiten Schritt auf Entwicklungen der Nachkriegszeit eingehen, die sich insbesondere um die Frage des revolutionären Subjekts drehen. Und als einen dritten Schritt wollte ich dann einige Punkte daran anknüpfen, sowohl an die Emanzipations- wie an die subjekttheoretische Fragestellung einige ganz zentrale Argumente der neuen Marx-Lektüre vorstellen und hier zur Diskussion stellen. Ich möchte eines vorwegschicken noch, das ist mir wichtig, das zu betonen. Was wir hier machen, dieser Dreischritt, das ist sozusagen nicht im Sinne einer bruchlosen Genealogie zu verstehen, sondern das ist wirklich ganz selektiv. Wir picken hier drei Punkte raus. Also ich möchte, das sage ich extra dazu, weil ich jetzt nicht als eine Person, die durchaus der neuen Marx-Lektüre nahesteht, da spiele ich mit offenen Karten, möchte ich hier nicht den Anschein erwecken, dass diese Strömung sozusagen als einzige aus dem marxischen Denken sozusagen rezeptionshistorisch herausfließende Position zu legitimieren ist. Also das ist nicht das Anliegen, also das ist hier nicht im Sinne einer bruchlosen Kontinuitätslinie zu sehen, sondern wir picken einfach, so haben Andi und ich uns verständigt, wir picken einfach drei Aspekte heraus. Okay, nun zunächst zu Marx selber. Marx hat darauf bestanden, er hat, ich zitiere ihn, niemals ein sozialistisches System aufgestellt, schrieb er kurz vor seinem Tod. Insofern, es gibt nicht die eine kohärente Schrift, in der Marx sein Emanzipationsverständnis darlegt, sondern wir müssen es rekonstruieren. Es ist im Grunde im marxischen Werk verstreut. Und man muss hinzusetzen, dass es sich zum Teil in besonders aufschlussreichen Schriften findet, die den ersten beiden auf Marx folgenden Generationen sozialistischer Theoretiker nicht zugänglich waren. Zum Beispiel die Grundrisse zur Kritik der politischen Ökonomie, das werdet ihr vielleicht kennen. Ganz grob könnte man sagen, das ist der erste Entwurf des Kapital, der Rohentwurf des Kapital. Da finden sich viele ganz aufschlussreiche Textstellen, anhand dessen sich das marxische Sozialismusverständnis interpretieren lässt. Allerdings, wie gesagt, den ersten beiden Generationen revolutionärer Theoretiker nach Marx waren die nicht bekannt. Ja, weder Lenin noch Rosa Luxemburg zum Beispiel haben diese Schrift gekannt. Sie steht seit 1939 jetzt in veröffentlichter Form zur Verfügung. Und so ist es auch mit einigen anderen marxischen Schriften. Also die sind erst peu à peu nach seinem Tod veröffentlicht worden. Und wir müssen jetzt, wenn wir nach dem marxischen Sozialismusverständnis fragen, wirklich die mühevolle Rekonstruktionsarbeit leisten. Wir haben nicht den einen Text, auf den wir uns stützen können. Und es ist mir wichtig zu betonen, auch die Kritik des Gotha-Programms ist nicht dieser eine Text, aus dem man das marxische Sozialismusverständnis rekonstruieren kann. Ist mir wichtig, das zu betonen, weil das rezeptionshistorisch tatsächlich so versucht wurde. Also der Lenin geht mit seiner Schrift Staat und Revolution von 1917 sehr stark in die Richtung, diesen Text als die maßgebliche Grundlage auszuwählen. Und ich denke, man muss das etwas differenzierter
sehen. Also das Marxische Rezeption, Marxische Sozialismusverständnis ist aus mehreren Schriften sozusagen heraus zu konzentrieren, obwohl es nur fragmentarisch vorliegt. Und wir können erstmal ex negativo fragen, wie ist das Marxische Sozialismusverständnis nicht zu verstehen? Und da gibt es eine ganz aufschlussreiche Passage. Er schreibt: Der Vulgärsozialismus und von ihm wieder ein Teil der Demokratie, Demokratie als politische Bewegung, hat es von den bürgerlichen Ökonomen übernommen, die Distribution als von der Produktionsweise unabhängig zu betrachten und zu behandeln, daher den Sozialismus hauptsächlich als um die Distribution sich drehend darzustellen. Zitat Ende. Also das ist etwas, wovon sich der Marx ganz klar abgrenzt. Begriffe wie Sozialismus oder Kommunismus sind für Marx nicht primär über bestimmte Distributionsprinzipien zu definieren. Wie kann dann eine positive Emanzipationsperspektive in Anschluss an die Kritik der politischen Ökonomie aussehen? Bei dieser Frage kann man sich auf die eben erwähnten Grundrisse stützen, denn dort benennt Marx mit der freien Individualität einen zentralen Aspekt der sozialistischen Gesellschaft. Ich zitiere ihn: Freie Individualität, gegründet auf die universelle Entwicklung der Individuen und die Unterordnung ihrer gemeinschaftlichen gesellschaftlichen Produktivität als ihres gesellschaftlichen Vermögens. Und Marx macht an einer späteren Textstelle deutlich, in Bezug auf die freie Konkurrenz innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft, nicht, ich zitiere ihn, nicht die Individuen sind freigesetzt in der freien Konkurrenz, sondern das Kapital ist freigesetzt. Man hat es zu tun mit einer, wieder Zitat Marx, völligen Aufhebung aller individuellen Freiheit und einer Unterjochung der Individualität unter gesellschaftliche Bedingungen, die die Form von sachlichen Mächten, ja von übermächtigen Sachen, von denen sich beziehenden Individuen selbst unabhängigen Sachen annehmen. Also das ist meiner Ansicht nach ein Kernpunkt des marxischen Emanzipationsverständnisses, ein Kernpunkt seiner Kritik der bürgerlichen Gesellschaft, dass er sagt, dass die ökonomische Tätigkeit der Subjekte in der bürgerlichen Gesellschaft eine sich ihnen gegenüber die Gestalt von sachlichen Mächten, von übermächtigen Sachen annehmende Form besitzt, dass sie eigendynamischen Charakter erhält. Also sozusagen die ökonomischen Prozesse in der bürgerlichen Gesellschaft unterliegen nicht mehr der unmittelbaren gemeinschaftlichen Kontrolle und dem Gestaltungswillen der unmittelbaren Produzenten selbst. Das ist ein ganz zentraler Kritikpunkt, den der Marx anbringt am Kapitalismus. Und das ist auch der Ausgangspunkt seines Emanzipationsverständnisses, seines Verständnisses der sozialistischen Gesellschaft. Er schreibt zum Beispiel im Kapital, dass im Gegensatz zur kapitalistischen Produktion, ich zitiere, die volle und freie Entwicklung jedes Individuums als ein Grundprinzip zu betrachten ist, als ein Grundprinzip der sozialistischen Gesellschaft. Also man könnte sagen, dass nach Marx im Zentrum seiner Überlegungen die Befreiung des Individuums steht, die jedoch nur über einen kollektiven Befreiungsprozess im Zusammenhang mit einer fundamentalen Veränderung und Neugestaltung des gesamtgesellschaftlichen Produktionsprozesses zu erreichen ist. In der kapitalistischen Gesellschaft sind die Individuen also auf eine spezifische Weise abhängig. Marx will auf die Aufhebung dieser spezifischen, den Kapitalismus charakterisierenden sachlichen, das heißt nicht persönlichen Abhängigkeitsverhältnisse hinaus. In den Grundrissen schreibt Marx, dass, Zitat, das sachliche Abhängigkeitsverhältnis
nichts ist, als die den scheinbar unabhängigen Individuen selbstständig gegenübertretenden gesellschaftlichen Beziehungen, das heißt ihre ihnen selbst gegenüber verselbstständigten wechselseitigen Produktionsbeziehungen. Und er bringt das auf den Punkt, greift es nochmal auf und bringt es auf den Punkt im bekannten Fetischkapitel in Band 1 des Kapitals, wo er schreibt von der bürgerlichen Gesellschaft als einer Gesellschaftsform, Zitat, worin der Produktionsprozess die Menschen, der Mensch noch nicht den Produktionsprozess bemeistert. Und Marx erkennt dann umgekehrt darin eine Perspektive, dass in einer sozialistischen Gesellschaft, Zitat, die Gestalt des gesellschaftlichen Lebensprozesses, das heißt des materiellen Produktionsprozesses, als Produkt frei vergesellschafteter Menschen unter deren bewusster, planmäßiger Kontrolle steht. Also das ist diesen Aspekt habe ich bezeichnet als so etwas wie kollektive oder gesellschaftliche Autonomie. Autonomie der assoziierten Produzenten, wie das Marx auch bezeichnet, in dem Sinne, dass sie ihren eigenen materiellen Produktionsprozess ihrer bewussten, planmäßigen Kontrolle unterwerfen, anstatt dass der einen sie beherrschenden Charakter, einen eigendynamischen Charakter annimmt, der sich ihrer Kontrolle unterzieht und der sich in Form ökonomischer Zwangsgesetze ihnen gegenüber geltend macht und in ihr Leben eingreift. Also das ist meiner Ansicht nach ein ganz wichtiger Aspekt des Marxischen Emanzipationsprozesses. Dieser Moment einer kollektiven Autonomie, einer Autonomie dieses Vereins freier Menschen, wie das der Marx bezeichnet. Dann ist es aber wichtig festzuhalten, damit Ängsten verschränkt, ist auch Autonomie für Marx auf einer individuellen Ebene. Das hängt damit zusammen. Viele von euch werden die entsprechende Textpassage kennen aus dem dritten Band des Kapitals. Marx schreibt dort und greift damit nochmal diesen Gedanken des Vereins freier Menschen auf. Ich zitiere: Die Freiheit in diesem Gebiet kann nur darin bestehen, dass der vergesellschaftete Mensch, die assoziierten Produzenten, diesen ihren Stoffwechsel mit der Natur, gemeint ist der gesellschaftliche Arbeitsprozess, rationell regeln, unter ihre gemeinschaftliche Kontrolle bringen, statt von ihm als einer blinden Macht beherrscht zu werden, ihn mit dem geringsten Kraftaufwand unter den ihrer menschlichen Natur würdigsten und adäquatesten Bedingungen vollziehen. Damit wiederholt er im Grunde nur das, was schon angedeutet ist im Fetischkapitel und unter den Grundrissen. Aber jetzt kommt eine wichtige Ergänzung darüber hinaus, die abhebt auf dieser Ebene, auf diese individuelle Dimension des gesellschaftlichen Befreiungsprozesses. Marx setzt hinzu, aber es bleibt dies immer ein Reich der Notwendigkeit. Jenseits desselben beginnt die menschliche Kraftentwicklung, die sich als Selbstzweck gilt, das wahre Reich der Freiheit, das aber nur auf jenem Reich der Notwendigkeit als seiner Basis aufblühen kann. Von entscheidender Bedeutung für Marx ist natürlich in diesem Kontext die Verkürzung der Arbeitszeit. Und ein ganz bedeutender Begriff, der nicht von Marx selber stammt, sondern von einem Autor, von einem anonymen Autor aus den 1820er Jahren, auf den sich der Marx aber immer wieder bezieht, das ist der Begriff der Disposable Time, der frei verfügbaren Zeit. Und er schreibt, diese Disposable Time, die gilt es also auszuweiten, und sie ist für den Marx, ich zitiere ihn, Zeit zu menschlicher Bildung, zu geistiger Entwicklung, zur Erfüllung sozialer Funktionen, zu geselligem Verkehr, zum freien Spiel der physischen und geistigen Lebenskräfte. In den Grundrissen verweist Marx auf die freie Entwicklung der Individualitäten in der sozialistischen Gesellschaft.
In letzterer steht, Zitat, überhaupt die Reduktion der notwendigen Arbeit der Gesellschaft zu einem Minimum an, der dann die künstlerische, wissenschaftliche etc. Ausbildung der Individuen durch die für sie alle frei gewordene Zeit und geschaffenen Mittel entspricht. Die Ersparung von Arbeitszeit, schreibt Marx an einer anderen Textstelle, die Ersparung von Arbeitszeit gleich vermehrender freien Zeit, das heißt Zeit für die volle Entwicklung des Individuums. Und in einem Vortrag, den Marx vor einem Arbeiterpublikum gehalten hat, sagte er, Zeit ist der Raum zu menschlicher Entwicklung. Ein Mensch, der nicht über freie Zeit verfügt, dessen ganze Lebenszeit von seiner Arbeit für den Kapitalisten verschlungen wird, ist weniger als ein Lasttier. Also meine These im Anschluss an Marx wäre, ich denke, man versteht den Marx richtig, wenn man diese beiden Ebenen eines gesellschaftlichen Befreiungsprozesses, einer kollektiven Autonomie der assoziierten Produzenten über ihren gesellschaftlichen materiellen Produktionsprozess als eng verschränkt begreift mit dieser Ebene einer individuellen Befreiung. Der individuellen Befreiung, dass natürlich der eigendynamische Charakter der Kapitalakkumulation auf gesamtgesellschaftlicher Ebene sich für das arbeitende Individuum immer niederschlagen muss in der Maxime, dass Mehrwert produziert werden muss. Und Mehrwertproduktion läuft zum Teil, also bei dem, was Marx absoluten Mehrwert nennt, natürlich über die Verlängerung des Arbeitstages. Ja, insofern ist das ein ganz entscheidender Punkt, den Marx hier dieser Disposable Time einräumt. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der dann auch, als diese Grundrisse zum Beispiel veröffentlicht wurden, sehr schnell auch in der Rezeptionsgeschichte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts aufgenommen wurden. Damit würde ich zu unserem zweiten Punkt übergehen, nämlich zu der Frage, wie nach Marx dieser gesellschaftliche Emanzipationsprozess mit der Frage eines möglichen revolutionären Subjekts verknüpft ist. Das ist so, dass es bei Marx und Engels selber dazu relativ eindeutige Positionen gibt, die ausgehen von einer historischen Mission der Arbeiterklasse, was dann im traditionellen Marxismus übernommen wurde. Also Friedrich Engels schrieb beispielsweise Anfang der 1880er Jahre, die sozialistische Revolution, diese weltbefreiende Tat durchzuführen, ist, ich zitiere, der geschichtliche Beruf des modernen Proletariats. Und auch Marx selber spricht von einer historic mission, von einer historischen Mission, die es zu erfüllen gilt. Das hat dann in diesem traditionsmarxistischen Dogma von der historischen Mission der Arbeiterklasse ihre Fortsetzung gefunden. Und ein Spezifikum der emanzipationstheoretischen Debatte ab den 1960er Jahren besteht darin, dass dieses traditionsmarxistische Dogma einer historischen Mission der Arbeiterklasse zunehmend hinterfragt wurde. Hinterfragt in dem Sinne, dass einerseits zum Beispiel die definitorische Bestimmung der Arbeiterklasse erweitert wurde, auch unter Bezug auf Marx selbst. Das heißt, man hat es hier sozusagen mit Marxisten zu tun, die unter positiver Bezugnahme auf Marx selbst gegen bestimmte Bestandteile des Traditionsmarxismus argumentieren und auch gegen bestimmte Textteile von Marx selbst. Also diese Frage der Erweiterung stellt sich, und das Ganze gipfelte dann natürlich in
einer These eines bekannten französischen Arbeitssoziologen, André Gorz, der sogar vom Abschied vom Proletariat als revolutionärem Subjekt gesprochen hat. Man muss jedoch darauf beharren, der Abschied vom Proletariat ist für ihn nicht ein Abschied vom Marxismus und ist für ihn nicht ein Abschied vom Sozialismus oder von der Kapitalismuskritik. Also das wäre eine Fehlinterpretation. Und diese Bewegung einer Neubewertung kann man exemplarisch vorstellen anhand eines Theoretikers, nämlich Hans-Jürgen Krahl, den werden wir vielleicht kennen, aus den 1960er Jahren, einer der führenden Theoretiker des Frankfurter Sozialistischen Deutschen Studentenbundes, Adorno-Schüler, der insbesondere seine Überlegungen zur Arbeiterklasse und Revolution an einem marxischen Text orientiert hat, der ebenfalls den ersten beiden Generationen marxistischer Theoretiker noch nicht bekannt war, nämlich den Resultaten des unmittelbaren Produktionsprozesses. Die sind erst 1933 erschienen und in den 60er Jahren vom SDS-Verlag Neue Kritik nachgedruckt worden. Und es ist nun ganz interessant, wie Krahl hier zu einer Neubewertung der Arbeiterklasse als revolutionärem Subjekt kommt. Krahl verweist, das sind alles posthum veröffentlichte Schriften von Hans-Jürgen Krahl, und er verweist auf folgende Textstelle aus den Resultaten des unmittelbaren Produktionsprozesses. Also das ist Marx selbst, von ihm aber nicht veröffentlicht, 1864. Er schreibt, Marx schreibt, dass mehr und mehr ein sozial kombiniertes Arbeitsvermögen der wirkliche Funktionär des Gesamtarbeitsprozesses wird und die verschiedenen Arbeitsvermögen, die konkurrieren und die gesamte produktive Maschine bilden, in sehr verschiedener Weise an dem unmittelbaren Prozess der Waren oder besser hier Produktbildung teilnehmen. Der eine mehr mit der Hand, der andere mehr mit dem Kopf arbeitet, der eine als Manager, Ingenieur, Technologe, der andere als Overlooker, Aufseher, der dritte als direkter Handarbeiter oder bloß allgemeiner oder bloß Handlanger. So werden mehr und mehr Funktionen von Arbeitsvermögen unter dem Begriff der produktiven Arbeit und ihre Träger unter dem Begriff der produktiven Arbeiter direkt vom Kapital ausgebeuteter und seinem Verwertungs- und Produktionsprozess überhaupt untergeordneter Arbeiter einrangiert. Stichpunkt ist also der Arbeiterklasse, was unter Arbeiterklasse zu verstehen ist, ist nicht zu reduzieren auf manuelle Arbeit. Da fallen genauso die Aspekte von geistiger Arbeit drunter und exemplifiziert hier an den Funktionen Manager, Ingenieur, Technologe, Overlooker. Also das sind alles im Grunde genommen soziale Gestalten, die der Marx hier unter dem Begriff der produktiven Arbeit und damit ihre Träger auch unter dem Begriff der produktiven Arbeiter subsumiert. Und das ist nun, das interessiert den Krahl, vor dem Hintergrund, dass er die französische Arbeitssoziologie der 1960er Jahre rezipiert, wo genau diese Frage einer neuen Arbeiterklasse diskutiert wurde. Da gab es einen Soziologen, der hieß Serge Maillet, und der hat gesagt, der kapitalistische Produktionsprozess verändert sich durch die Aufnahme von immer mehr Aspekten geistiger, intellektueller Tätigkeit und dergleichen, und bei den entsprechenden Trägern hat man es mit so etwas wie einer neuen Avantgarde innerhalb der Arbeiterklasse zu tun. Das ist also ein Gedanke, der auch innerhalb des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes dieser Zeit rezipiert wurde und für den der Krahl jetzt anscheinend hier ganz interessante Bestätigungen im Werk von Marx selbst findet. Und Karl
schreibt dann, er zieht folgende Folgerungen aus dem von Marx genannten, also ich zitiere Karl jetzt selber: Wenn die Wissenschaften nach Maßgabe ihrer technischen Umsetzbarkeit und ihre Träger, die geistigen Arbeiter, in den produktiven Gesamtarbeiter integriert sind, dann ist nicht anzunehmen, dass sozialrevolutionäre Strategien sich in klassischer Weise nahezu ausschließlich aufs Industrieproletariat beziehen können. Das heißt also, was er hier vor Augen hat, das ist eine Ausweitung dieses Begriffs der Arbeiterklasse, die diese Aspekte der geistigen Arbeit, insofern sie produktive Arbeit ist, mehrwertschaffende Arbeit, also in den kapitalistischen Verwertungs- und Produktionsprozess involvierte Arbeit, das möchte er mit berücksichtigen. Und er steht dann vor folgendem Problem, das erkennt er natürlich sehr gut, ich zitiere ihn nochmal: Die objektive Integration relevanter Teile wissenschaftlicher Intelligenz in den produktiven Gesamtarbeiter, man könnte hinzufügen in die Arbeiterklasse, denn das ist damit gemeint, macht diese Teile wissenschaftlicher Intelligenz noch nicht zu bewussten Proletariern. Das heißt, er sieht sozusagen, wie auf der Bewusstseinsebene, vor allem auf der Ebene des politischen Bewusstseins und des Klassenbewusstseins, sich diese Struktur des produktiven Gesamtarbeiters nicht widerspiegelt. Also das ist das Problem, was ich hier nur skizziert. Das wollte ich einfach punktuell herausgreifen. Ich habe dann diesen Aspekt, diese Frage, wie Emanzipationstheorie in diesen 60er, 70er Jahren bis 1980 immer wieder auf die Frage des revolutionären Subjekts und was mit der Arbeiterklasse zu machen ist, wie die zu definieren ist, wie die neu zu bestimmen ist und so weiter. Das habe ich hier versucht zu schildern anhand einer ganzen Reihe von Denkern und habe jetzt hier den Hans-Jürgen Krahl nur punktuell herausblicken können. Aber ich denke doch, das hat eine gewisse Aktualität, weil er immer wieder, auch vor dem Hintergrund des Marx-Jubiläums und so, die Frage nach der Aktualität seines Kapitalismusverständnisses und vor allem auch seines Verständnisses von Arbeiterklasse diskutiert wurde. Und ich denke, also der Hans-Jürgen Krahl hat es schon in den 60er Jahren fortgeführt. Er hat natürlich die letztendliche Frage nach der Konstitution revolutionärer Subjektivität bei Marx als fehlend bemängelt und hat sie auch selbst nicht lösen können. Aber er hat einen produktiven Umgang mit Marx und mit den marxischen Texten und eine produktive Neuinterpretation meiner Ansicht nach uns vor Augen geführt. Und das können wir als einen Baustein in diesem Stammbaum, der von Marx selber und seinem Emanzipationsdenken, seinem Revolutionsverständnis bis hin zur subjekttheoretischen und emanzipationstheoretischen Diskussion der Gegenwart führt. Da können wir Krahl also als einen wichtigen Baustein anerkennen. Okay. Als weiteren Punkt möchte ich hier vor Augen führen André Gortz, denn ich hatte das schon benannt. André Gortz, ein französischer Arbeitssoziologe, zwar kein Marxologe, aber engagierter Marx-Leser, also einer der ersten, der in Frankreich in den 1950er Jahren die Grundrisse gelesen hat und der im Grunde in diesen ganzen arbeitssoziologischen französischen Diskussionen über Arbeiterklasse als möglichst revolutionäres Subjekt drinsteckt, schreibt 1980 ein Buch mit dem provokanten Titel Adieu au Proletariat, Abschied vom Proletariat. Trotz diesem Titel, Gortz bleibt dem Prinzip einer Negation des Kapitalismus und der Errichtung einer sozialistischen Gesellschaft treu, aber er setzt hinzu, der politische Weg dorthin verläuft anders als von vielen Marxisten erwartet. Er schreibt nämlich, die kapitalistische Entwicklung hat, Zitat,
eine Arbeiterklasse hervorgebracht, die in ihrer Mehrheit außerstande ist, die Produktionsmittel in Besitz zu nehmen und der unmittelbar bewusste Interessen mit einer sozialistischen Rationalität nicht übereinstimmen. Und Goertz äußert nicht nur gegenüber den Marxisten, sondern auch gegenüber Marx eindeutige Kritik, dessen Auffassung vom revolutionären Proletariat und der historischen Mission dieser Klasse ist gemäß Goertz nicht hinreichend in eine empirische Untersuchung der realen Klassenverhältnisse eingebettet. Nun ist die Frage, welches revolutionäre Subjekt tritt nach Goertz an die Stelle der Arbeiterklasse? Beziehungsweise an die Stelle des produktiven Gesamtarbeiters. Und er nennt das etwas schwammig, aber ich denke, vor einem gewissen ökonomisch-zeithistorischen Hintergrund wird deutlich, was er meint. Er redet von einer Nichtklasse von Nichtarbeitern. Goertz versteht unter dieser Nichtklasse der Nichtarbeiter, auf die er seine emanzipatorische Hoffnung setzt, ich zitiere, die Gesamtheit der aus der Produktion durch den Prozess der Arbeitsvernichtung ausgestoßenen und der in ihren Fähigkeiten durch die Industrialisierung der intellektuellen Tätigkeit, Automation und Informatik unterbeschäftigt. Also das nach Goertz breite und heterogene Feld der gänzlich oder partiell Arbeitslosen. Er bezeichnet das auch als nachindustrielles Neoproletariat. Also, das ist natürlich auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass Mitte der 1970er Jahre vor dem Hintergrund der damaligen ökonomischen Krise und des Abflauens dieser sogenannten 30 glorreichen Jahre des ökonomischen Rekonstruktionsprozesses nach dem Zweiten Weltkrieg, das ist eine Periode erstaunlichen kapitalistischen Wachstums war, die kommt zum Ende und es etabliert sich in den führenden Industrienationen des Westens erstmals so etwas wie eine Sockelarbeitslosigkeit, von der der kapitalistische Akkumulationsprozess nicht mehr wegkommt. Und man kann Goertz im Grunde als eine Reaktion darauf verstehen. Auf intellektueller Ebene ist das zugleich auch eine Reaktion auf dieses Diktum von der Krise des Marxismus, was von italienischen und französischen Philosophen von marxistischen Philosophen in den 1970er Jahren aktualisiert wurde. Also dieser Ausdruck Krise des Marxismus, der ist schon sehr alt, der stammt schon aus den 1890er Jahren, wird dann von Karl Korsch aufgegriffen, aber in den 1970er Jahren gewinnt er neue Gültigkeit. Die Kommunistische Partei Italiens vollzieht eine Rechtswendung, indem sie ein Bündnis mit den Christdemokraten eingeht, der sogenannte historische Kompromiss. Die Kommunistische Partei Frankreichs verabschiedet sich 1976 von der Diktatur des Proletariats. Also wesentliche Maximen, sozusagen, die konstitutiv waren für den politischen Marxismus, werden in den 70er Jahren erschüttert. Und Goertz nimmt das wahr, nimmt diese Krise des Marxismus wahr als eine Krise des Proletariats, interpretiert sie neu und sagt, wir müssen sozusagen nach einem neuen Subjekt umschauen. Und in zweiter Linie dann natürlich auch nach neuen theoretischen Ansätzen, die aber immer noch sich ergeben aus der Rezeption der Kritik der politischen Ökonomie. Denn Goertz hält daran fest, dass ganz zentrale Einsichten aus der Kritik der politischen Ökonomie nach wie vor zu entnehmen sind, wenn man sie sozusagen befreit von bestimmten Merkmalen des Traditionsmarxismus, wie diesem Gedanken der historischen Mission der Arbeiterklasse. Okay, soviel zum zweiten Punkt. Also nach Marx selber bin ich nur ganz punktuell auf Hans-Jürgen Krahl und André Goertz als Theoretiker der Nachkriegszeit angegangen und nun kommt als dritter Punkt, wie gesagt, ohne dass ich da so eine bruchlose Genealogie skizzieren will, möchte ich auf einige subjekttheoretische Punkte
der sogenannten neuen Marx-Lektüre eingehen. Also neue Marx-Lektüre ist ein Rezeptionsansatz der Kritik der politischen Ökonomie, die sich seit den 1970er Jahren entwickelt, hauptsächlich ein werttheoretischer Ansatz, der also auch ein spezifisches Gegenstandsverständnis hat und insbesondere auch auf die Fetischismus- und Mystifikationstheorie bei Marx eingeht, auf Marx sozusagen als Kritiker der spezifischen Formen des kapitalistischen Vergesellschaftungszusammenhangs liest. Also Kritik an der Warenform, der Wertform, der Kapitalform und so weiter auf den verschiedenen Abstraktionsebenen. Ab den 1970er Jahren hat sich aber auch diese neue Marx-Lektüre auch auf dieses neue Feld der Emanzipationstheorie, der Subjekttheorie begeben. Und hier gibt es dann schon darin einen Anschlusspunkt an Leute wie Kral oder Gorz, dass also auch im Anschluss an Marx selber versucht wird, sozusagen bestimmte Theoriemerkmale des Traditionsmarxismus kritisch zu hinterfragen, weil man die für problematisch hält. Und in dem Punkt möchte ich einfach hier fünf entscheidende Positionen eingehen. Erstens, die erste Position ist die, dass angenommen wird aus der Kritik der politischen Ökonomie und aus den wesentlichen Kerneinsichten, die für sie konstitutiv sind, ist nach der neuen Marx-Lektüre keine privilegierte Erkenntnisposition der Arbeiterklasse herzuleiten. Stattdessen betreffen die ökonomischen Kategorien und Verhältnisse der kapitalistischen Ökonomie und die ihr anhaftenden Fetischismen und Mystifikationen und verkehrten Erscheinungsformen die Arbeiterklasse genauso wie die anderen Gesellschaftsklassen. Bezüglich der Lohnmystifikation schreibt Marx selbst ganz explizit, dass auf dieser verkehrten Erscheinungsform, ich zitiere ihn, alle Rechtsvorstellungen des Arbeiters wie des Kapitalisten beruhen. Zitat Ende. Das hinter den verkehrten Erscheinungsformen verborgene Wesen der ökonomischen Formen und Verhältnisse zu erfassen und deren inneren statt scheinbaren Zusammenhang zu begreifen, ist zwar eine schwierige und anspruchsvolle Aufgabe, die meines Erachtens aber durchaus Teil eines von den Subjekten der Befreiung selbst zu leistenden Lern- und Selbstverständigungsprozesses werden kann. Ob solche Lernprozesse dann tatsächlich stattfinden oder nicht, ist allerdings auf der Abstraktionsebene der Kritik der politischen Ökonomie nicht zu entscheiden. Also keine privilegierte Erkenntnisposition der Arbeiterklasse lässt sich zumindest nicht konsistent aus dem Kapital selbst herleiten. Zweiter Punkt. Aus der Kritik der politischen Ökonomie lässt sich auch keine privilegiert und exklusive Handlungsposition der Arbeiterklasse als prädisponiertes revolutionäres Subjekt herleiten. Erst recht keine historische Mission der Arbeiterklasse. Ob die Arbeiterklasse eine solche historische Mission annimmt und erfüllt, ob sie sich als revolutionäres Subjekt konstituiert oder nicht, kann auf der Theorieebene der Marxischen Ökonomiekritik nicht thematisiert und nicht geklärt werden. Drittens, aus der Kritik der politischen Ökonomie ist keine geschichtsdeterministisch zu verstehende gesetzmäßige Notwendigkeit eines Übergangs von der kapitalistischen zur sozialistischen Gesellschaft begründbar. Da sich der traditionelle Marxismus mit seinen geschichtsdeterministischen Axiomen jedoch auf einige Textstellen im Marxischen Werk stützen kann, sollte man auch hier gegenüber Marx selbst punktuell auf Kritikpunkte hinweisen. Das betrifft insbesondere natürlich den letzten Teil vom 24. Kapitel des ersten Kapitalbandes zur ursprünglichen Akkumulation. Vierter Punkt, aus der Kritik der politischen Ökonomie ist keine schlüssige Verelendungstheorie und keine Umdeutung der marxischen Akkumulations- und Krisentheorie in eine Lehre vom Zusammenbruch der kapitalistischen Ökonomie zu entnehmen.
Das bedeutet nicht, dass in Zweifel zu ziehen ist, dass die Lebenslage der Arbeiterklasse aufgrund der spezifischen Dynamik der kapitalistischen Produktion, die natürlich krisenhaft ist, durch Unstetigkeit und Unsicherheit geprägt ist. Das sagt selbst Marx. Also Unstetigkeit und Unsicherheit, das prägt das Leben der Arbeiterklasse im Kapitalismus. Allerdings ist keine Hoffnung zu setzen auf eine durch ökonomische Katastrophen geradezu automatisch in Gang gesetzten Befreiungsprozess. Fünftens sind meiner Ansicht nach Einwände berechtigt gegen mögliche arbeitsontologische Deutungen, die proletarische Arbeit nicht als immanentes Moment eines historisch-spezifischen Klassenverhältnisses sehen, nämlich des Kapitalverhältnisses, und es entsprechend kritisieren, sondern sich der proletarischen Arbeit affirmativ nähern und gegenüber dem Kapital vom Standpunkt der Arbeit aus Kritik üben. Der Emanzipationsprozess schließt die Selbstaufhebung des Proletariats und damit die Abschaffung der proletarischen Arbeit ein. Was man festhalten kann, meiner Ansicht nach, was sozusagen die Grundposition der neuen Marx-Sektüre ist, ist ein Beharren auf der hohen Abstraktionsebene der Kritik der politischen Ökonomie, dass also insbesondere Fragen wie nach dem revolutionären Subjekt, nach möglicherweise einer privilegierten Erkenntnisposition dieses revolutionären Subjekts, nach einer privilegierten Handlungsposition, wie es sich mit einem deterministischen Geschichtsbild verhält, ob man so etwas überhaupt vertreten soll und dergleichen, das sind Fragen, die sind der neuen Marx-Sektüre zufolge auf der Ebene der Kritik der politischen Ökonomie selbst nicht zu diskutieren und nicht zu klären, sondern die sind auf die Ebene der politischen Praxis verwiesen. Also das ist, denke ich, ein Grundbestandteil der neuen Marx-Sektüre und ihres Emanzipationsverständnisses. Wie man das Ganze nicht zuspitzen sollte, das ist denn der neuen Marx-Sektüre ist häufig vorgeworfen worden mit diesen kritischen Einwänden gegen den Traditionsmarxismus und teilweise auch gegen Marx selbst, sich von diesem emanzipatorischen Projekt der Gesellschaftsveränderung selbst zu verabschieden oder es für unmöglich zu erklären. Also das ist nicht der Fall. Ja, diese Vorwürfe, die sind vielfach erhoben worden. Ich denke nicht, dass die Positionen der neuen Marx-Sektüre das wirklich hergeben. Also damit wollte ich euch jetzt sozusagen als drittes abschließend, wie gesagt, nicht im Sinne einer durchgehenden Genealogie, sondern nur punktuell hier die neue Marx-Sektüre als den historisch aktuellsten Interpretationsversuch des marxischen Emanzipationsdenkens vorstellen. Damit, denke ich, können wir zur Diskussion übergehen. Ja, relativ viel Stoff. Ja, eins, zwei. Ich habe jetzt am Ende, habe ich mich ganz zurückgefühlt, glaube ich. Ich erinnere mich, dass beim Marx-Kongress hier der Felix Biedel zwar mit einer relativ großen Präsentation, aber er doch irgendwie einen Punkt gemacht hat, indem er die Frage gestellt hat, ob Marx nicht, also das war, also was du jetzt, oder was du jetzt zum Schluss gesagt hast, war ja bezogen auf die politische Praxis, was jetzt die Emanzipation angeht, aber wenn man mal die andere Seite nimmt und jetzt halt diese klassische Kritik, die gerade auch hier wach geworden ist, der Marx ist schuld am Realsozialismus. Gilt es denn dafür auch, dass man das komplett trennen muss? Oder wäre da, also das war ja bei Felix Riedel so ein bisschen die Idee, im Marx steckt schon so etwas drin. Also so nach dem Motto, der hat ja dann so argumentiert, man kann ja nicht jedes Buch zu einem Realsozialismus, zu einem totalitären System, oder nicht jedes Buch ist falsch gesagt, aber nicht jedes Werk eignet sich dafür, um in der Weise ausgenutzt zu werden. Also, ja, wie sollte man sich da vielleicht positionieren oder wie positioniert sich die Forschung da? Also zum Prozedere, mir wäre es lieber, wenn ich direkt eingehe, ja, anstatt zu sammeln, also, wenn das in Ordnung ist. Ich hatte dich als zweite Meldung vorgemerkt, erinnerst du mich noch?
Also ich denke da, ich würde den Marx schon sehr weit entfernt vom Realsozialismus sehen. Ich denke, die Gefahr ist tatsächlich größer, dass man zum Beispiel aus bestimmten marxischen Sätzen so etwas wie ein deterministisches Geschichtsbild herausliest. Oder natürlich gibt es auch wieder ganz andere, Stichwort Sassolitsch-Briefe, wo er eingeht sozusagen auf mögliche eigenständige Entwicklungen in der außereuropäischen Welt, die nicht einer gewissen vorgegebenen Entwicklungsdynamik folgen müssen und so. Aber das betrifft jetzt zum Beispiel ein deterministisches Geschichtsbild. Das sehe ich als problematisch an. Das betrifft zum Beispiel so etwas wie noch nicht einmal privilegierte Erkenntnisposition der Arbeiterklasse. Dem widerspricht der Marx ja selber. Das sind vielmehr die Interpreten von Marx. Aber ich denke absolut nicht, dass man dem Marx Schuld geben kann an den Entwicklungen des Realsozialismus. Einfach aus dem Grund, ich habe es ja eben schon angedeutet, ein Großteil der Texte waren im Jahr 1917 zum Beispiel, waren gar nicht zugänglich. Ne? Man kann sich natürlich eine Sache fragen, eine Sache kann man dem Marx vorwerfen, dass er es sich vielleicht zu leicht gemacht hat. Es gibt bei ihm gewisse Textstellen. Im zweiten Band des Kapitals zum Beispiel steht betriebswirtschaftliche Buchführung hat in der kapitalistischen Gesellschaft eine außerordentlich hervorragende Bedeutung. Und dann fügt er hinzu, in einer befreiten Gesellschaft wird sie sozusagen auf gesamtgesellschaftlicher Ebene eine noch höhere Bedeutung haben. Da stellt sich natürlich die Frage, hat der Marx hier übersehen die Gefahr einer sich herausbildenden Bürokratie? Dann gibt es natürlich eine Textstelle im ersten Band des Kapitals, wo der Marx ganz klar sagt, unter sämtlichen ökonomischen Gesellschaftsformen, Formen der kombinierten Arbeit, er bezeichnet das als Direktion. Ist die Funktion der Direktion von entscheidender Bedeutung. Natürlich auch in der sozialistischen Gesellschaft. Auch in der sozialistischen Gesellschaft wird es, wie Marx selber das auch nennt, Managementaufgaben geben, Koordinationsaufgaben und so weiter. Wie kann das geleistet werden, ohne die Herausbildung einer Bürokratie, die sich sogar den unmittelbaren Produzenten selbst gegenüber entfremdet und einen ihm gegenüber herrschenden und antagonistischen Charakter annimmt. Also da könnte man das sagen, der Marx hat sicherlich nicht Schuld an den Entwicklungen im Realsozialismus, aber punktuell hat er sich das dann doch zu einfach gemacht. Man kann natürlich sagen, gut, wir bewegen uns hier auf der Abstraktionsebene der Kritik der politischen Ökonomie als einer Kritik der bürgerlichen Gesellschaft und als einer Kritik der bürgerlichen Wirtschaftswissenschaft. Es ist nicht der marxische Gegenstand, hier Äußerungen zu treffen über die sozialistische Gesellschaft. Das muss man natürlich auch immer vor Augen halten. Ja? Also mein Plädoyer, wenn es sozusagen um den Aufbau der sozialistischen Gesellschaft selbst geht, da kann man bei Marx wirklich nur einige wirklich ganz grundsätzliche Ansatzpunkte herausnehmen und viel gilt es wirklich aus der Praxis selbst zu lernen. Denn eine Sache möchte ich noch hinzufügen. Marx hat in seiner Schrift über die Pariser Kommune geschrieben. Was ist die Kommune? 1871 die Pariser Arbeiterregierung. Es ist die endlich entdeckte politische Form, in der sich die Emanzipation der Arbeit, wie er das nennt, vollziehen kann. Die endlich entdeckte politische Form. Was wir brauchen, ist die endliche Entdeckung der ökonomischen Form. Ja, das ist aber eine Entdeckung, die kann nicht der Marx am Schreibtisch leisten. Die können die Theoretiker heutzutage auch nicht alleine leisten, sondern bloß theoretisch reflektieren. Das ist eine Entdeckung, die ist in der Praxis zu machen durch das revolutionäre Subjekt selbst. Also da muss man natürlich ganz erheblich über den Marx hinausgehen, das ist klar. Okay, hören wir weitergehen. Eine Frage zu diesem Begriff des neuen revolutionären Subjekts nach Gauls.
die du jetzt skizziert hast, ja, dass er gesagt, dass nach ihm die nicht arbeitende Teil der Arbeiterklasse als neues Subjekt gesehen wird. Und für mich ist das eigentlich widersprüchlich, weil ich mich frage, inwiefern kann ein Teil der Arbeiterklasse, die noch weniger organisiert und noch weniger sozusagen Solidarität untereinander hat, jetzt plötzlich ein neues revolutionäres Subjekt nach ihm sein. Und ist es da nicht sehr viel wahrscheinlicher, von Ansatzpunkten von Marx eines industrieorganisierten Industrieproletariats auszugehen, als revolutionäres Subjekt zu bezeichnen? Das erscheint mir logischer und also aus meinem Verständnis heraus. Vielleicht kannst du das näher erläutern. Ne? Also meine Position, da stimme ich ja im Grunde mit den Ansatzpunkten der neuen Marx-Sektüre überein, ist, es muss natürlich bei einem gesellschaftlichen Transformationsprojekt, es muss ein revolutionäres Subjekt geben. Also meiner Ansicht nach, das ist ganz entscheidend. Aber meiner Ansicht nach ist diese Frage des revolutionären Subjekts nicht auf der Ebene der allgemeinen Bewegungsgesetze des Kapitals, die der Marx schildert, im Kapital selbst zu klären, sondern es ist im Grunde eine Frage, wie sich das revolutionäre Subjekt selbst konstituiert. Bei deiner Gottskritik, da stimme ich zu, aber ich würde sie auch noch erweitern, hier auf eine Kritik von Marx selber, denn du hast ein Grundproblem sicherlich die Fragmentierung der Arbeiterklasse, dass gewisse Segmente der Arbeiterklasse permanent gegeneinander ausgespielt werden. Marx selber reflektiert das auch im ersten Kapitalband, wo er ganz klar in dem Akkumulationskapitel auf die Schichtung eingeht. Dass es sehr wohl gut bezahlte Teile der Arbeiterklasse gibt. Dann gibt es die industrielle Reservearmee, die auch noch ganz unterteilt ist und so weiter. Und ein Problem ist, die werden sozusagen permanent, das muss noch nicht einmal bewusst geschehen, sondern es geschieht durch den Lauf des kapitalistischen Akkumulationsprozesses selbst, werden einige, die zum Beispiel in privilegierten Positionen sind, gegen andere ausgespielt und dergleichen. Das heißt, du hast permanent nicht nur diese Tendenz zur Solidarisierung, du hast sie natürlich auch im Klassenkampf, im Arbeitskampf, sondern du hast auch die Tendenz zur Fragmentierung. Ne? Das denke ich, das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Also auf der ökonomischen Ebene, da sind diese beiden Tendenzen zu sehen. Man kann nicht festmachen, welche sich durchsetzt. Ich denke, bei der Frage der Subjektkonstitution kann man sich ein Stück weit orientieren an E.P. Thompson. Der hat ja das Buch geschrieben, Making of the English Working Class. Die Entstehung der englischen Arbeiterklasse. Und die Entstehung der englischen Arbeiterklasse, das ist für ihn eine Selbstentstehung. Die Arbeiterklasse als politisches Subjekt, nicht als revolutionäres Subjekt, sondern als politisches Subjekt, hat sich selbst herausgebildet in einem komplexen historischen Prozess. Thompson setzte an von 1890 bis 1830 ungefähr, indem sie ein eigenes Pressewesen herausgebildet hat, indem sie ein eigenes Bildungswesen herausgebildet hat, die McKent Institutes, Gewerkschaftswesen. Gewerkschaften sind 1825 erstmals legalisiert worden. Und über diese Momente hat sich sozusagen die Arbeiterklasse ein Bewusstsein ihrer selbst, ihrer eigenen Klassenposition und ihres Gegensatzes gegen die Bourgeoisie herausgebildet. Das heißt, Subjektkonstitution, das ist eine historische Selbstkonstitution, die über Bewusstseins-Lernprozesse geht und über Kampfprozesse. Das wäre meine These. Und wir bewegen uns also hier auf einer ganz anderen Ebene als der Kritik der politischen Ökonomie. Und ob nun die Herausbildung eines revolutionären Subjekts gelingt und wer dazugehört, wie sich dieses Subjekt selbst konstituiert, das sind Fragen, die müssen sich sozusagen im historischen Prozess selbst beantworten durch die sich selbst zu diesem Subjekt konstituierenden Einzelsubjekte, sage ich mal. Das ist natürlich eine unbefriedigende Antwort, aber du kannst auf der Ebene des Kapitals nicht klären, meiner Ansicht nach, ob sich jetzt die Tendenz zur Solidarität innerhalb der Arbeiterklasse oder zur Fragmentierung der einzelnen Arbeiterschichten gegeneinander
durchsetzt. Ja, ganz ganz plattes Beispiel, wenn ein Bergbauarbeiter in West Virginia den Trump wählt. Das folgt einer gewissen ökonomischen Rationalität, denn der geht davon aus, der Trump senkt die Umweltstandards, der Trump lässt weniger Arbeitsimmigranten ins Land, was meine eigene Bargaining-Position sozusagen im Arbeitskampf gegenüber den Arbeitgebern verbessert, das folgt einer gewissen ökonomischen Rationalität. Ja? Das heißt, hier hat man wirklich dieses Moment der Klassenfragmentierung in Aktion. Und was man nun braucht, ist, dass man sozusagen über Lernprozesse dieser Art von ökonomischer Rationalität eine andere Rationalität entgegensetzt, die auf Befreiung ausgerichtet ist. Ja, ich passe das erstmal zu. Ja gut, du kannst auch antworten drauf. Nee, ich versuche mal zu überlegen. Hm. Kann ich vielleicht daran anknüpfen, an Vorredner? Ich stimme dazu, dass natürlich auf der Abstraktionsebene das Kapital die Frage des politischen Akteurs nicht entschieden werden kann. Ich meine, Horkheimer hat ja in der Dämmerung in seiner Essay-Sammlung dieses schöne Zitat, Marx hatte den Hebel gezeigt. Also er verwendet diese sehr vorsichtige Formulierung, um halt auszudrücken, dass man bestenfalls die Umstände skizzieren kann, die die Basis für eine politische Änderung darstellen können. Aber es lässt doch irgendwie ein pessimistisches Szenario, was irgendwie dann verbleibt, wenn du von einer Fragmentierung sprichst. Da bleibt doch die Frage, wo ist das revolutionäre Subjekt? Ich würde gerne mal ein paar Beispiele nennen. Also, du hattest bereits erwähnt, die Vorteile, die gewissen Arbeitsschichten, also klassisches Stichwort Arbeiteraristokratie, ne, dass der Vorarbeiter halt das bessere Gehalt bekommt und so Anreize geschaffen werden, damit bestimmte Arbeiter gar nicht mehr das System ändern wollen oder zumindest eben. Ja, einen Privilegienverlust riskieren müssen. Die Spaltung der Arbeiterbewegung in vielfacher Hinsicht, nehmen wir jetzt ein triviales Beispiel, Springer Presse, Bild-Zeitung, sagt der faule Arbeitslose, um dann die Lohnabhängigen gegen die Arbeitslosen auszuspielen. Institutionelle Beispiel, du hattest die Bürokratie angesprochen, damals die deutsche Sozialdemokratie, die damals ein Paradebeispiel war, für erstmal ein positives Beispiel, gut organisiert, finanziell hervorragend, die russische Sozialdemokratie hat sich so bis daran orientiert. Hinterher dann dieser Prozess der Bürokratisierung, wo sich das negativ ausgewirkt hat, heute ein reines Trauerspiel. Und vielleicht dann nochmal als andere Facette, Horkheimers Randgruppentheorie, glaube ich, also ich bin da nicht ganz überrannt, ich habe das mal von mir aufgegriffen, wo er die fast schon aus einer Verzweiflung heraus glaubt, dass irgendwelche Randgruppen sich sammeln. Oder eine wesentliche Rolle spielen, was ja vielleicht auch damals in der Zeit der Studentenbewegung dazu geführt hat, dass Marcuse sich der Studentenbewegung vorangestellt hat, während Horkheimer oder Dorn sehr reserviert waren und auf jeden Fall nicht geglaubt haben, dass aus einer studentischen Bewegung alleine eine gesellschaftliche Änderung der Produktionsverhältnisse zustande kommt. Hast du da irgendwie etwas Handfestes, was in der heutigen Gesellschaft, aus welchen Bevölkerungsschichten, Gruppierungen eine politische Änderung zu erwarten ist? Also man kann natürlich schon sagen, jetzt im breitesten Sinne schon aus der lohnabhängigen Bevölkerung, wobei ich halte es da wirklich mit Johannes Anjoli zum Beispiel, der gesagt hat, also dass wer das revolutionäre Subjekt ist, das ist entscheidend das revolutionäre Subjekt selbst. Also, aber ich meine, du hast ja ganz wichtige Punkte angesprochen, mit der Dämmerung zum Beispiel. Die Dämmerung von Horkheimer, das ist eine Essay-Sammlung aus den 1930er Jahren, wo er genau diesen traditionsmarxistischen Geschichtsdeterminismus kritisiert, wo er sagt, es gibt keine den Entwicklungsgesetzen der Kapitalakkumulation innewohnende historische Entwicklungslogik, die auf Befreiung hinausläuft, sondern es obliegt wirklich dem aktiven, bewussten Eingreifen eines revolutionären Subjekts, das zu leisten. Und dann gibt es einen zweiten
Text in dieser Essay-Sammlung, Dämmerung, der auch sehr wichtig heißt und der spricht auch auf etwas an, was wir jetzt hier gemeinsam besprochen haben. Der heißt Ohnmacht, die Ohnmacht der deutschen Arbeiterklasse, wo er genau diese Fragmentierung aufzeigt, wo er sagt, wir bewegen uns hier in den frühen 1930er Jahren, die Arbeiterklasse ist geteilt in Deutschland in zwei Teile, ökonomisch, in den Teil der Arbeitenden und in den Teil der Arbeitslosen. Und das spiegelt sich wieder auch in einer Teilung, in einer Divergenz, was die Bildungssituation, die Bewusstseinssituation angeht. Eine, die sozusagen schon eine gewisse Schulung hat, ne? Das ist der Teil, wo er sagt, der hängt der SPD an, und ein Teil, der zwar sehr aktivistisch agiert, aber diese bewusstseinsmäßigen Qualitäten vermissen lässt, nämlich der Teil, der nennt dann der zwischen KPD und den Nazis hin und her schränkt. Ne? Und da hat man im Grunde genommen anhand der 30er Jahre, wo Horkheimer dann unter Bezugnahme auf die politische Praxis und auf die reale ökonomische und politische Situation Deutschlands genau dieses revolutionäre Subjekt auch abhanden kommt, wo er sagt, es ist im Grunde eine Zwickmühle, aus der wir nicht herauskommen, weil derjenige Teil der Arbeiterklasse, der im Grunde intellektuell zu Lernprozessen, zu Bewusstseinsbildungsprozessen, Subjektkonstitutionsprozessen fähig ist, ins ökonomisch wiederum gesehen ins kapitalistische System erfolgreich integriert ist. Und der andere Teil, das ist dann sozusagen der radikalisierte Teil, der aber dann dem Bolschewismus folgt. Ich würde auch sagen, also revolutionäres Subjekt a priori zu bestimmen, das geht nicht. Also man kann es eigentlich nur in diesen historischen Konstitutionsprozessen selbst, die natürlich vermittelt sind über Kämpfe, über Lernprozesse und so weiter. Und wir sind, denke ich, an einem Punkt angelangt in der historischen Entwicklung. 1989, 90 ist ja nicht nur der Realsozialismus, der sogenannte real existierende Sozialismus zugrunde gegangen, sondern auch zum Beispiel die Kommunistische Partei Italiens, eine Massenpartei mit 2 Millionen Mitgliedern. Das sind doppelt so viele, wie heute die CDU, CSU hat in Deutschland. Hat sich aufgelöst, hat sich von diesem Namen Kommunismus getrennt. Also hat quasi was wirklich ein ikonoklastisches Moment, etwas Zertrümmerndes, ein Scherbenhaufen, der hinterlassen wurde. Und ich denke, wir sind in einer Phase der historischen Entwicklung, wo wir schon zurückgreifen können auf Marx und auf andere Quellen, aber in der wir diese Frage der Subjektkonstitution wirklich neu stellen müssen auf theoretischer Ebene und auch neu angehen müssen in der Praxis. Also dieses revolutionäre Subjekt, das ist ein zu errichtendes, ein erst zu konstituierendes. Anders auch wenn das jetzt eine unbefriedigende Antwort ist. Von euch Fragen? Also ich hätte vielleicht noch eine Frage, und zwar zu der neuen Marx-Lektüre und zu dem revolutionären Subjekt. Ist es wirklich so, dass in der neuen Marx-Lektüre da noch, also wird an dieser Vorstellung, ich will nicht sagen, dass die Leute, die sozusagen neue Marx-Lektüre machen, keine Sozialisten, Kommunisten sein oder was auch immer, oder das nicht als die beste Gesellschaftsform auffassen würden, aber halten die noch an der Vorstellung des revolutionären Subjekts fest, zumindest in der Rezeption oder in dem Umfeld, so was ich mitbekomme, ist doch häufig eher so dieser Verweis auf Adorno und auf Bilderverbot und auf irgendwie Negation, also bestimmte Negation und sozusagen über die Negation oder die Kritik, über Ideologiekritik, Gesellschaftskritik, das sei der einzige Weg sozusagen, noch nicht mal ein revolutionäres Subjekt zu bilden, sondern bessere Verhältnisse herzustellen. Also, wie würdest du das einschätzen? Weil das, als ich mich damit beschäftigt habe oder als ich das so mitbekommen habe und aufgefasst habe, fand ich das krass,
So, und ich fand es eine krasse und sehr bedrückende Erfahrung, so, weil ich schon Argumente eingesehen habe davon auch teilweise. Vielleicht siehst du das aber anders. Oder hier andere Leute. Es gibt natürlich da, ich meine, die neue Marx-Lektüre ist heterogen. Da gibt es sicherlich unterschiedliche Positionen. Ich würde zustimmen, dass es einen Flügel gibt, der sich meiner Ansicht nach zum Beispiel speist aus einer Rezeption von Moshe Postol und seinem Buch, die also ganz klar sagen, die Arbeiterklasse ist sozusagen etwas dem Kapitalverhältnis immanentes. Aber das würdest du auch sagen, oder? Das hast du ja eben quasi historische... Das würde ich sagen, aber ich würde sagen, das verabschiedet nicht die Perspektive auf gesellschaftliche Befreiungs- und Umwälzungsprozesse. Ja. Also das wäre der Punkt, wo ich darüber hinausgehe. Ich habe das an einigen Textstellen auch diskutiert, anhand einiger Vertreter der neuen Marx-Lektüre, wo die meiner Ansicht nach an diesem Punkt über das Ziel hinausschießen. Also umgekehrt, ich hab ja daran festgehalten hier, also eine privilegierte Handlungsposition der Arbeiterklasse als prädisponierendes revolutionäres Subjekt, gut, das lässt sich nicht aus dem Kapital ableiten. Der umgekehrte Fall lässt sich aber auch nicht aus dem Kapital ableiten. Also insofern hat man natürlich beim Kapital als einer Darstellung der Bewegungsgesetze und der ökonomischen Verhältnisse des Kapitalismus auf einer hohen Abstraktionsebene, da hat man natürlich, salopp gesprochen, die Frage des revolutionären Subjekts ist gar nicht der Gegenstand der marxischen Darstellung. Was ja dann eingewandt wird, wird ja immer sozusagen die historische Erfahrung des Faschismus. Ja. Und sozusagen, wo man dann sagt, naja, die Arbeiterklasse ist in dem Fall, wie du auch geschildert hast, hat sich irgendwie gespalten und Teile sind sozusagen mitmarschiert oder Teile waren irgendwie direkt eingebunden in das Konflikt und dass man dann eher sozusagen die Kritik daran dagegen auffährt und sagt, wir haben da Angst vor dem, was da kommen könnte und deswegen lassen wir es lieber. Ja. Ja, und das ist... Ja, so dieser Punkt, den ich schon schwierig finde, also interessant finde, auch wichtig finde, weil es da, glaube ich, gute Gründe für gibt, das so zu sehen auch, aber also und dann wäre natürlich die Frage, wenn das dann keine a priori, wenn ein revolutionäres Subjekt nicht a priori aufzustellen sei, dann müsste man ja das ist ja komplett kontingent. Also dann gibt es da irgendwie keine Anhaltspunkte, da muss man eigentlich jeden Einzelnen sozusagen. Also es ist ein kollektiver Erfahrungsprozess, oder sagst du, aber. Ich frage mich, wo der sein soll. Ich sehe den nicht so. Und ich glaube auch, also ich sehe auch nicht die Konstellation, dass das passieren könnte irgendwie demnächst. Ich würde sagen, es hängt einfach ab, wir haben durch Marx und durch andere Denker gewisse Leitvorstellungen in Bezug auf Emanzipation, befreite Gesellschaft, vereinfreier Menschen und so weiter, die haben wir zur Verfügung, mit denen wir uns auseinandersetzen können. Und die andere Ebene ist natürlich die von kollektiven Lernprozessen. Also Lernen sozusagen einerseits durch erfahrungsmäßig, durch Klassenkämpfe, wie das E.P. Thompson oder Mike Fester schildern. Der Mike Fester hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Entstehung des Proletariats als Lernprozess, wo genau das schildert, wie also sich sozusagen ein Klassenbewusstsein durch Lernprozesse herausgebildet hat. Und das ist natürlich eine offene Entwicklung in die Zukunft gesehen. Ja, also, dass man kurzfristig dann nicht zu übersteigertem Optimismus neigt, das ist verständlich.
vor dem Hintergrund der historischen Erfahrung. Jetzt sind zwei Meldungen hier. Ja, ich wollte auch direkt anschließen. Also gleichzeitig wäre ja das Argument dafür zu sagen, dass es einen evolutionären Zugriff geben kann, halt auch wieder der Blick in die Geschichte und dann eben die Analyse der Klassiker durch Marx. Und das ist ja eigentlich der Hintergrund, der einen dann wieder optimistisch machen kann. Und dann, wie du auch schon sagtest, die Entwicklung ist offen und wir sind halt auch vielleicht ungeduldig. Ne? Also es, ja, was ich dann eher halt sehe, ist, dass halt wichtig bleibt, dann wirklich verelendungstheoretisch zu denken und halt jetzt gerade darauf zu achten, weiß nicht, auch so typisch so nochmal eine Sozialdemokratie zu stärken, so ein bisschen, dass man halt irgendwie nochmal eine Basis im doppelten Sinne schafft, um diese Offenheit auch wirklich zu gewährleisten und nicht irgendwie, weil wenn die Austeritätspolitik und diese Sachen auseinandergehen der Kapitalverteilung, wenn das halt weitergeht, dann ist relativ klar, wo die Geschichte hinführt. Andersrum kann man wenigstens, hat man wenigstens noch die Möglichkeit zu hoffen, sozusagen. Also, wenn irgendwie eine Verteilung von Kapital da wäre und so. Also, ich bin jetzt kein Sozialdemokrat, also ich wollte nur irgendwie. Ne? Also, das sind halt, okay. Ja. Das sind halt nur so die aktuellen Prozesse, die man halt, glaube ich, gerade jetzt aktuell beobachten kann in den letzten Jahren. Ja. Und, ja. Also, es ist nicht die Zeit für große Sprünge, glaube ich. Aber ich denke schon, es ist die Zeit für theoretische Reflexion. Ja, das ist natürlich in Bezug auf Marx, aber auch auf die Geschichte seiner Rezeption und der Denker, die auf ihn gefolgt sind, aber auch in Bezug auf die Klassenkämpfe, auf die Geschichte der Klassenkämpfe. Das denke ich ist sehr wichtig für die Gegenwart. Ich wollte nur nachdenken, ob ich das richtig verstanden habe. Und zwar, Sie sagen, nicht primär der Untergang der realsozialistischen Regime hat dazu geführt, dass die kommunistische Idee verloren gegangen ist, sondern das Ausbleiben eines revolutionären Subjekts oder eines historischen revolutionären Subjekts in Staaten wie zum Beispiel Italien. Also so ist das historisch. Das eine hat natürlich das andere verstärkt. Also wie gesagt, dieses Wort der Krise des Marxismus, das zieht sich wirklich durch die Geschichte des Marxismus selbst. Aber es ist wieder aktualisiert worden 1973 von Lucio Coletti, einem bekannten marxistischen Philosophen in Italien, der genau gesagt hat, das ist im Grunde, hat sich sehr intensiv mit dem Kapital auseinandergesetzt, auf sehr vielfältige Art und Weise, aber hat gesagt, der eigentliche, wenn man das so salopp sagen will, der eigentliche Lackmustest ist der, ob es zur Revolution kommt. Das ist der eigentliche Test. Und das ist bis jetzt nicht geschehen, sagt er 1973. Und unter dem Gesichtspunkt spricht er damals schon von Krise des Marxismus. Das ist natürlich durch den Zerfall des Realsozialismus nochmal extrem gesteigert worden, weil es dann solchen Auffassungen wie vom Ende der Geschichte Vorschub geleistet hat, dass sozusagen wir am historischen Endpunkt der Geschichtsentwicklung angelangt sind mit der kapitalistischen Produktionsweise. Sie haben ja auch vorher angesprochen, dass in Italien die Kommunistische Partei eine Massenpartei war, 2 Millionen Mitglieder. Das heißt, es kann ja nicht an dem Bewusstsein der Arbeiterklasse gelegen haben, dass es nicht zum revolutionären Objekt kam. Gut, aber was war das für eine Kommunistische Partei? Das war eine Kommunistische Partei, die mit der Christdemokratie verbündet war, in einem historischen Kompromiss. Es war eine kommunistische Partei, die sich den massiven Streikbewegungen des heißen Herbstes 1969 nicht vorangestellt hat als führende Kraft, sondern das war die Kommunistische Partei Italiens, war wie auch die Kommunistische Partei Frankreichs, die waren fest in das bürgerliche, in das politische System des bürgerlichen Staates integriert. Also natürlich, die haben festgehalten am Namen Kommunismus, aber ich denke nicht, dass man in Anspruch nehmen kann für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, dass es revolutionäre Parteien waren. Und welche Rolle hat die Kommunistische Partei Frankreichs im Mai 1968 gespielt? Ne? Welche Rolle hat die CGT, die parteinahe Gewerkschaft gespielt? Die hat den 10 Millionen Arbeiter waren im Streik in Frankreich, war Generalstreik.
Ja, und im Grunde genommen, selbst die Linken waren fassungslos, Leute, Kommentatoren wie Perry Anderson haben gesagt, also nach ganz, ganz langer Zeit hat man das erste Mal wieder so etwas, nicht wie eine revolutionäre, aber wie eine vorrevolutionäre Situation in einem Land des entwickelten, des hochentwickelten Kapitalismus. Und was macht, wie agiert unter diesen Umständen die Kommunistische Partei Frankreichs? Wie agiert ihre, sozusagen die parteinahe Gewerkschaft? Sie überredet im Grunde die Arbeiter wieder dazu, in die Fabriken zu gehen. Ja, aber dann ist es ja nicht die Frage, ob es ein revolutionäres Subjekt gibt oder wieder geben kann, sondern einfach nur der klassenbewussten Führung. Ja, aber man kann natürlich auch so argumentieren, wieso hat sich die französische Arbeiterklasse das gefallen lassen? Man kann das auch von der Seite aussehen. Ja, also es ist natürlich so, es war denen natürlich bewusst. Also das war der historische Kompromiss in Italien, das Bündnis der Kommunistischen Partei Italiens mit der italienischen Christdemokratie, ist ja nicht hinter verschlossenen Türen verhandelt worden, sondern es war jedem Arbeiter, der die Kommunistische Partei Italiens wählt, klar, in welche historische Konstellation hinein er da seine Stimme abgibt. Und man müsste dann eigentlich analysieren, also das irgendwie schon auch sozialpsychologisch oder halt subjekttheoretisch analysieren, warum man diese Wahl trifft und warum das auch rational ist in einer gewissen Weise und warum das irgendwie opportun ist. Es kann natürlich ökonomisch rational sein. Ich meine, die naheliegendste ökonomische Rationalität für einen Arbeiter in der kapitalistischen Gesellschaft besteht darin, seine wahre Arbeitskraft, die Ware, über die er verfügt, möglichst günstig zu verkaufen. Das ist unmittelbare ökonomische Rationalität. Die besteht nicht darin, die Lohnform oder die Kapitalform selbst in Frage zu stellen. Das ist etwas, was nur passieren kann, wenn historische Lernprozesse vonstatten gehen, die sich wirklich auswirken. Das ist natürlich ein langfristiger historischer Prozess. Wie gesagt, bei E.P. Thompson, der hat das da anhand eines historischen Zeitraums von 40 Jahren geschildert, wie sozusagen aus einer amorphen Masse von Lohnarbeitern ein Proletariat, das sich selbst als Proletariat empfunden hat, klassenbewusst entwickelt hat, sich selbst entwickelt hat. Also in ähnlichen Zeithorizonten, denke ich, sollte man sich da bewegen. Das ist eine Frage von Generationen. Schade für die eine Generation. Ja, man kann auch sagen, das ist gerade wir in einer Phase der historischen Ebbe haben eine enorme Verantwortung. Weil es ist immer die Gefahr gegeben, dass sozusagen Wissensbestände über die Möglichkeit von Gesellschaftsveränderungen auch verloren gehen. Hier, das sind die Hebel, die du angesprochen hast bei Max Horkheimer. Das ist das Wissen über die Hebel, wo die Hebel anzusetzen sind für die Gesellschaftsveränderung, dass das verloren geht. Also in dem Sinne, kaum eine Generation hat so eine Verantwortung wie unsere. Also ich habe irgendwie in der neuen Marx-Türe oder im neuen Marx-Diskurs den Eindruck, dass der Verlust des Proletariats als revolutionäres Subjekt oder der Verlust der Vorstellung des Proletariats als revolutionäres Subjekt einhergeht mit dem Verlust der Idee des Proletariats als politisches Subjekt. Das heißt, dass man anfängt, die Arbeit in den Gewerkschaften, die Arbeit, also als intellektuelle Linke, wenn man so nennen kann, die Arbeit in den Betrieben mit der sozusagen klassischen Arbeiterklasse zu vernachlässigen. Und vielleicht auch, wie du gesagt hast, mit den Erfahrungen des Faschismus heraus, dass eben wozu auch die Arbeitenden oder der arbeitende Teil der Gesellschaft fähig ist, also eben in Deutschland der 30er Jahre. Aber ist es nicht so, dass eben diese fehlende Motivation der Organisation oder der Arbeiterklasse als politisches Subjekt
auch Tür und Angel öffnet eben für faschistische Kräfte im Proletariat oder sozusagen, dass man das Feld überlässt und dass es eben gerade die fehlende Organisation der Arbeiterklasse ist, die es ermöglicht, dass rechte Strukturen oder reaktionäre Strukturen sich breit machen in der Gesellschaft und eben noch mehr zur Fragmentierung der Gesellschaft oder des Proletariats führen. Gut, also die Tendenzen oder die Gefahren, wie du siehst, die sind sicher ernst zu nehmen und gerade das an die Fragmentierung, wenn die irgendwie auch noch gekoppelt sind, auch noch an, sagen wir mal, ethnische Fragmentierungen oder so in den USA oder auch hierzulande, dass das natürlich gerade dann von rechten Kräften ausgenutzt werden kann. Und natürlich ist es so, wenn man gerade vor dem Hintergrund des Faschismus, muss man ehrlicherweise auch hinzufügen, es gab zwei Gesellschaftsgruppen, die zwar, ich würde jetzt nicht sagen immun, aber die deutlich weniger anfällig waren für die nationalsozialistische Ideologie. Das war einerseits waren das Katholiken und auf der anderen Seite waren das urbane Arbeiter, weil die einfach organisatorisch auch stark eingebunden waren. Die einen durch die Zentrumspartei, die anderen durch SPD und KPD. Und natürlich kann man sagen, diese ganze Geschichte, die in Frankreich stattfindet, dass der Front National so stark gewählt wird von Arbeitern oder die FPÖ so stark gewählt wird von den österreichischen Arbeitern, hängt sicherlich auch mit dem Verlust an organisatorischer Bindung an die Arbeiterparteien dieser Länder zusammen. An die Kommunistische Partei Frankreichs oder an die SPÖ. Aber ich denke, Überlegungen der neuen Marx-Sektüre, die liegen auf einer ganz anderen Ebene. Die richten sich nur gegen den Umgang des gewisser traditionsmarxistischer Dogmen mit dem Marxischen Werk, das versucht wird, auf der Ebene der allgemeinen Kapitalanalyse, die der Marx in der Kritik der politischen Ökonomie vorgelegt hat, daraus gewisse Positionen über ein revolutionäres Subjekt bereits auf dieser Ebene herleiten zu wollen. Also das ist das Muster. Das enthebt einen überhaupt nicht davon, dass politische Arbeit oder organisatorische Arbeit innerhalb der Arbeiterklasse sinnvoll sein kann. Ja. Also ich, um das nochmal auszugreifen, natürlich gibt es innerhalb der neuen Marx-Sektüre Positionen, die in der von dir skizzierten Richtung über das Ziel hinausschießen. Aber das würde ich dann auch so benennen. Das sind wirklich Positionen, die dann zu weit gehen. Ja, ich wollte zum einen zu sprechen kommen auf diese Frage der kritischen Theorie. Also Doran Horkheimer, du hattest das Bilderverbot angesprochen. Ich denke, und auch in dem Zusammenhang natürlich die neue Marx-Theorie, die ja sich sehr stark auf die kritische Theorie stützt. Ich denke, man sollte unterscheiden diese drei Fragen, wie, wann und wer. Also das Bilderverbot bezieht sich ja nur darauf, dass man sozusagen eine Gesellschaftsform jenseits des Kapitalismus nicht positiv ausmalen kann. Also auch Marx, wie ein Kapital den Kapitalismus beschreibt, er kann es auch deswegen entwickeln, also die Analyse zeigt sich ja dadurch aus, dass es nur bestimmte historische Faktoren gibt, die Kapitalismus ausmachen, also die Ursachen, also Privatakteure und Produktionsmittel als ein Beispiel. Ne? Ansonsten gibt es ja relativ wenige Voraussetzungen, die er ersetzen muss, und er betont ja auch, dass der Kapitalismus gegenüber früheren Gesellschaftsformen relativ frei ist. Also es ist nicht wieder das Datenhalt der Gesellschaft oder Föderalismus, sondern ist es ja eine relativ, also historisch relativ gesehen, eine große Freiheit. Das heißt, dieses Bilderverbot bezieht sich eigentlich nur darauf, dass man wenig konkret das voraus bestimmen kann, wie eine nicht-kapitalistische Aussage. Ich meinte auch eher so die Kritik durch Negation, also oder so die Utopie durch Kritik. Ja, weißt du, also nicht nur das Bilderverbot, sondern dass halt keine positive, dass halt irgendwie es sozusagen eine aktive Herstellung der Verhältnisse und anderer Verhältnisse ist nicht möglich durch politische Organisation. Ja, da komme ich. Ja. Das ist ja die zweite Frage, wann und wer. Die Frage zu wann. Also das Problem ist natürlich, Donald Horkheimer war sich sehr wohl bewusst, dass in der damaligen historischen Situation eine politische Änderung unrealistisch war. Man hatte die beiden Blöcke, Ost und West. Osten war stalinistisch, da wurden die Marxisten in 30er Jahren umgebracht. Der Westen war klar kapitalistisch, da gab es die McCarthy-Ära.
Das war eine historische Pattsituation, wo faktisch nichts möglich war. Und dessen waren sie sich auch sehr klar bewusst. Das ist wie diese Rede von Flaschenposten. Also was sie damals machen konnten, sie konnten Bücher schreiben, sie konnten Theorie treiben, in der Hoffnung, dass diese Flaschenposten irgendwann aufgegriffen werden und später dann zur politischen Aktion werden. Zur Frage des Wer, da würde ich dann fast auch am ehesten noch vielleicht auch die Dämmerung, also diese Essay-Sammlung von Horkheim aus den 30ern zurück. Da geht er ja auf diese Fragen relativ stark ein. Und man sieht auch so ein bisschen die Parallele zu heute. Es wird da, man hat eine auseinanderdriftende Gesellschaft, die wirtschaftlichen Krisen kommen hinzu. Deswegen denke ich auch nicht, dass man so nur von Ebbe sprechen kann. Also was wir ja haben, ist ja ich habe einmal die Folie gehört, was passiert, ist interesting. Ja? Also man hatte nicht mehr wie vor 20 Jahren wäre eine Linkspartei in Deutschland undenkbar gewesen. Ne? Also alles, was links von der SPD war, tabu, das gab es einfach nicht. Jetzt ist sowas möglich. Natürlich auch die Gefahr, dass rechts sich Kräfte etablieren. Deswegen ist es auch wichtig, in einer relativen Erbe das Feld zu bereiten und Arbeit zu leisten. Aber natürlich passiert etwas. Ich meine, Georg Schramm zitiert immer Warren Buffett, den Finanzinvestor. Ne? Wir, die Klasse der Reichen, haben den Krieg begonnen und wir, die Klasse der Reichen, werden auch gewinnen. Er sagt das ganz offen. Ne? Und in der medialen Öffentlichkeit wird ein Klassenkampf geleugnet, obwohl er tatsächlich stattfindet. Ne? Und insofern denke ich nicht, dass wir in Erbe leben, sondern wir haben jetzt es ist eher jetzt die Möglichkeit zu gestalten. Und ein anderes Beispiel, wenn man jetzt abgesehen von der Parteigründung der Linkspartei vor 20 Jahren, ist einfach das Feld auf medialer Ebene. Also wir haben einen Glaubwürdigkeitsverlust der bürgerlichen Medien ohne auf eine massiver Front. Ne? Gerade Ukraine-Konflikt, Syrien, ja, das ist einfach absurd. Ja, oder Mindestlohn, wie das alles versucht wird zu zerreden, über Lohnerhöhung. Und gleichzeitig auch über das Internet eine technische Neuerung, dass sozusagen diese Medien auch umgangen werden können, das, was es früher nicht gab. Also dass sich auch neue Felder öffnen. Insofern glaube ich überhaupt nicht, dass wir jetzt eine Apple. Also, ja, es ist nicht die unmittelbare Revolution, aber es ist durchaus mehr möglich als vor 20 Jahren. Also ist die Gründung der Linkspartei mehr ein Ausdruck der Fragmentierung der Arbeiterklasse? Weil also ich auch an dem Punkt mit der Stärkung von vielleicht der Sozialdemokratie, ich bin jetzt kein Fan von Oskar Lafontaine, der hat das mal angesprochen, jetzt nach der Wahl mit der starken AfD, vielleicht der Gedanke, dass es wieder eine linke Partei in Deutschland gibt. Man sieht ja auch ungefähr an den Wählerschichten, wer SPD und wer die Linke wählt, dass im Prinzip nur die Fragmentierung der Arbeiterklasse widerspiegelt. Ich sehe das überhaupt nicht positiv. Ich wähle zwar selbst links, aber im Prinzip finde ich es furchtbar, dass es diese zwei Parteien in der Form gibt. Also vielleicht als pessimistische Aussicht darauf, was Sie dann gesagt haben. Ja, dazu gleich. Nur weil sie sich sozialdemokratisch nennt, ist die Sozialdemokratische Partei nicht sozialdemokratisch. Natürlich. Und wir wissen alle sehr zu den Hartz-Sätzen zur Prekarisierung der Arbeit in Deutschland geführt, oder jedenfalls hat sie nicht verhindert. Und unter dem Aspekt ist meine Meinung, dass die Linkspartei, egal wie vielleicht sozialdemokratisch sie ist, revolutionär, immer noch besser als die SPD und das ist also ich kann es gar nicht verstehen, wie man dann die AfD dazu benutzen kann, zu sagen, dass man doch wieder die SPD wählen sollte, weil wenn man es analysiert, natürlich habe ich jetzt keine Analyse gelernt, aber meiner Meinung nach ist die SPD mitverantwortlich für die Entstehung der Bedingungen, dass Leute überhaupt die AfD wählen. Also das ist ein Kreisschluss. Deswegen wäre die Reaktion eher zu sagen, ein Partei, okay, aber dann links von der SPD und am besten noch links von der Linken. Meiner Meinung nach. Ja, natürlich. Ich habe ja auch die SPD nie als links verteidigt, aber es ist ja so, man sieht ja, dass viele Menschen SPD wählen, die immer noch das Bewusstsein der Arbeiterklasse oder ein linkes Bewusstsein haben. Ansonsten könnte man ja nicht den starken Verlust der SPD in den letzten Jahren erklären, was ja auch beschrieben hast, nur wo sind die hingegangen. Ja, die sind eben auch zur AfD gegangen, die wären nicht unbedingt zur Linken. Deswegen das Stärken der Linken, also der Linken und der SPD, das Stärke ist, dass sie das näher wiederkommen. Nicht unbedingt darüber, dass man jetzt mit der SPD Parteispitze fahren kann, sondern dieses Bewusstsein wieder bei den SPD-Wählern schafft, wo ja scheinbar irgendwo noch ein Bewusstsein da ist. Ansonsten würden sie ja die Partei nicht abstrafen.
Die SPD-Wähler gibt es ja, aber die müssen auch wieder irgendwo SPD oder Linke wählen. Wenn sie SPD nicht wählen, aber dann noch nicht mehr zur Linken kommen. Also. Ja, in die Diskussion könnte man wahrscheinlich noch lange weiterführen. Willst du noch was dazu sagen? Vielleicht kurz noch zu dem Punkt. Also Spaltung würde ich eher so verstehen, dass das Kapital versucht hat, Teile der Arbeit wieder nach rechts zu bringen, zum Beispiel zur AfD. Das wäre für mich die Spaltung, die problematisch wäre. Zwischen Linkspartei und SPD sehe ich jetzt eher den Vorteil darin, dass die Linkspartei die SPD ein Stück weit vor sich her treiben und nach links bewegen kann. Das Problem ist ja auch, dass die SPD heterogen ist. Die Führungsspitze ist ziemlich konservativ, die werden durch ihre Pöstchen klar korrumpiert, das kann man es nicht nennen, ne? Während es ja doch einen ziemlichen Groll auf der Basis gab. Das hat man im letzten Parteitag ja gesehen. Ne? Das heißt, insofern ist das, glaube ich, weniger das Problem, sondern da ist sozusagen der Vorteil, dass man eigentlich auf der SPD ermahnen kann, sozialdemokratische Politik wieder zu machen. Okay, sollen wir. Möchtest du ein Schlusswort? Oh ja, ganz gerne. Ich hab, dann möchte ich sozusagen mit dem Plädoyer schließen, einfach sich mit dem Marxischen Emanzipationsbegriff und vor allem auch mit der Geschichte seiner Rezeption auseinanderzusetzen. Ich denke, das ist ganz wichtig, auch für die heutige politische Bewusstseinsbildung. Also, wenn ich sozusagen das als Plädoyer, als abschließendes Plädoyer euch mitgeben darf. Ja. Das ist gut, glaube ich.